Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Sonic Challenge. Gemeinsam mit dem Andi, hallihallo. Hallo. Eine Herausforderung gibt es noch. Genau, ja, der Plan wurde ja eigentlich auch schon im letzten Part, glaube ich, sogar schon gesagt. Aber ich kann es ja nochmal gerne erklären. Wir werden uns jetzt zur Azuria-Höhle begeben. Das sollte eigentlich vor der Top 4 noch das Einzige sein, was wir hier machen können. Denn wir neigen uns tatsächlich schon zum Ende des Projektes, leider. Ja, Azuria-Höhle, dann das Einzige, was wir machen werden. Apropos, es gibt noch einen Plan dahinter. Wir wollen uns kein Encounter an sich da drin holen, sondern den stationären Encounter Mewtwo. Na, mal zumindest gucken. Zumindest so war mein Plan. Ich werde das auch versuchen, so durchzuziehen. Deswegen habe ich auch 40 Top-Schutz. Ah, hallo, rote 4. Und genügend ja. Bälle. Ah, 70 Hyperbälle und 20 Hyperbälle. Azuria City ist ein Gebiet, wo wir encountern können. Ist ja witzig. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Höhle, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, Freundchen hier, ne? Jetzt ziehe ich den Plan wieder umwerfen. Ist mir gerade aufgefallen, weil ich sehe gerade Routenwechsel. Denk ich, was? Azuria Höhle? Nee. Das kann ja nicht. Bist du bereit? Ich bin schon einen Schritt in der Höhle. Ich bin schon die erste Leiter hoch. Willst du mich verarschen? Wer fährt da gerade an uns vorbei? Was zur Hölle passiert das da? Das habe ich gehört. Was zur Hölle war das denn? Oh, ich hoffe, dass jetzt beim Zertrümmerfels nichts kommt, was wir fangen müssen. Oh oh, stimmt. Oh oh. Bis jetzt ist mir noch nichts begegnet, aber für eine Top-Genesung war das kein guter Preis. Richtig. Du hast recht. Da komme ich sowieso nirgendwo anders hin, oder? Also das war doch nur dieser eine Weg da. Dann surfe ich wieder weiter. Boah, ist das hier. Ich möchte jetzt einfach nur auf den schnellsten Wege. Auf den schnellsten Wege zum Mewtwo. Mehr möchte ich nicht. Stimmt, erkunden können wir später noch. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Das ist das Ding. Auch nicht! Nein! Ich habe Encounter! Wieso? Und, was hast du? Hä? Oh, Kleinstein. Oh Gott. Das haben wir ja schon. Boah. LOL, das Pokémon ist auf Level 64. Was? Ich sag dir eins, wenn mir das Legi zu stark ist, dann flüchte ich. Scheiße, stimmt. Ich glaube, das Mewtwo ist auf Level 70, oder? Wollen wir es vielleicht doch lieber lassen? Ich zieh das jetzt durch. Ich hab meinen Meisterball nicht mehr. Ist mir egal, ich zieh das jetzt durch, Junge. Jetzt nicht mehr Schwanz einziehen, jetzt ab geht's, Alter. Alter, es ist der letzte krasse Encounter, den wir kriegen können. Ich zieh das durch. Ich hab zum Glück Poképuppen. Haha, sehr gut. Hab ich nicht. Werden mir die Dinger doch nochmal nützlich. Das stimmt. Hab ich nicht, aber ist mir auch egal jetzt. Oh, ich weiß übrigens absolut nicht, wo wir lang müssen. Ich bin hier gerade. Ich auch nicht. Ich bin jetzt hier irgendwo ganz wild umhergestriffen. Ach, natürlich bin ich hier falsch. Ich bin im Labyrinth. Ja, du, die ganze Kackhöhle hier ist ein Labyrinth. Ich laufe hier im Labyrinth nach rechts. Warte mal, Level 64 sind hier welche? Fällt mir gerade auf, da nützt ja unser Schutz nicht mal was. Das habe ich doch gerade gesagt. Ich dachte, das war aus dem Zertrümmererfelsen. Nein. Okay. Das kam ja so, der Encounter. Deswegen habe ich auch gesagt gehabt, ich habe einen Encounter. Das kann ja was werden. Ach. Scheiße. Ich hoffe einfach nur, dass ich keinen Encounter hier bekomme, den wir noch nicht hatten. Dass ich einfach auf dem schnellsten Wege zu Mewtwo komme, ich diesen Encounter mir anschaue. Ich bin hier übrigens gerade komplett verloren. Du, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Aber wenn wir alle Wege einmal abgehen, dann müssen wir ja irgendwann ankommen. Deswegen. Ja. Bitte nicht. Bitte. Wieso laggt mein Emulator jetzt gerade, Alter? Ist die Azuria-Höhle so schwer zum Rendern? Schon wirklich mehr. Boah, jetzt bin ich schon zwei Schritte weiter gegangen. Oh nein, Andi, pass auf. Wie gesagt, du kannst ja gerne flüchten mit deinen Poképuppen. Ich zieh das jetzt hier aber durch, mein Freund. Das ist ein Plan. Wenn ich mir einen Plan setze, werde ich den auch so durchziehen. So. Bin ich hier vielleicht richtig? Nicht weiter. Ich verstehe es nicht. Ich habe, glaube ich, gerade Mewtwo gesehen. Oder? Ich leider nicht. Da ist Mewtwo. Ich sehe Mewtwo. Wo bist du lang gegangen? Das kann ich dir nicht mehr erklären. Ich bin nämlich absolut gerade. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich bin leider nach oben gelaufen, nach unten gelaufen. Geh ich doch mal hier rein? Aber hier dürfte doch auch nichts sein. Aber ich krieg schon wieder einen Encounter, Alter. Bitte nicht. Ich hab bisher Oh nein! Scheiße, ich glaube, wir haben das Pokémon noch nicht. Nein! Nein! Sag. Frisselblitz.
Oh nein! Nein! Ich war so cool. Ich bin so knapp vor Mewtwo! Ich könnte kotzen! Alter, mir fehlen nur so wenig Schritte. Ich bin kurz vor Mewtwo! Oh, ja, das blöd, ne? Ich guck grad, was ich schon habe. Weil, dass wir Voltenso haben, das wüsste ich eigentlich. Ich bin so knapp vor Mewtwo. Ich bin so knapp vor Mewtwo. Guckst du bitte mal. Tja. Fick dich, Frisselblitz. Ich besieg es, oder? Nein, bitte nicht. Nee. Ich hab keinen Bock auf diesen Scheiß, Alter. Du hast mir alles versaut. Welche Nummer hat denn Fritze? Also ich hab's nicht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Aber Moment mal, da hinten ist eine Leiter. Überleg dir einen Namen für ein weibliches Frisselblitz. Spoil. Ja. Das drückt gerade ziemlich genau das aus, was dir passiert ist. Ich möchte es freilassen. So, Moment. Da hinten waren zwei so Leiter. Ich krieg sogar den Hyperball wieder, den ich geworfen habe. Fick dich, Spiel. Ich bin bei Mew. Tu. Bei Mewtwo, ja. Ist mir egal. Steht direkt vor mir. Nein! Noch ein Frisselblitz! Alter, verpiss dich! Ich muss erstmal überhaupt hinkommen. Okay, ich warte auf dich. Damit wir es gemeinsam ansprechen können. Ich weiß ganz genau, wo ich lang muss, aber ich weiß nicht, wo ich da hinkomme, wo ich lang muss. Gott. Ach, da! Oh! Es gibt gerade zwei Emotionen, die ich spüre. Ich bin purer Frust und Aggression. Ich war so kurz vor Mewtwo! Ich hab Mewtwo gesehen. Das heißt, ich bin auch bald da. Ich bin noch keinem einzigen Pokémon begegnet im Übrigen. Leck mich! Top-Beleber, guck mal hier, können wir verkaufen. Darauf erstmal Pokémon Mond. Wenigstens da läuft's besser. Nein! Oh, ich Döskop. Okay, Moment. Kingler haben wir schon. Das wäre Level 64 gewesen. Natürlich hast du Glück und hast ein Pokémon, welches wir noch nicht mehr fangen können. Ja, aber du hattest doch auch, also du hattest Kleinstein auch. Ja, und Frisselblitz. Aber erst beim zweiten Anlauf. Das ist eine Frechheit, dass du kein Pokémon fangen Und jetzt nach oben und dann bin ich da. Wollen wir es ansprechen? Ja, 3, 2, 1, go. Oh, Deoxys. Nein, das ist jetzt nicht das Pokémon, was ich denke, was es ist, oder? Es ist Regieis! Mein Lieblingsregi von den dreien. Also Regigigas abgesehen. Boah, ehrlich gesagt habe ich vor Deoxys aber schon ganz schön Angst. Ich habe vor Regieis Angst. Das kann Explosion. Da kannst du leicht flüchten. Ich weiß nicht, ob ich mit Banane flüchten kann. Oh. Ich setz Hardcore nach vorne. Jetzt ist die Frage, ob dein Herz so sehr an Fritzelblitz und Deoxys hängt. Hyperstrahl. Gut, dass ich rausgewechselt habe, Alter. Ich habe nichts, was ich reinwechseln kann auch. Oh Mann, ey. Stimmt, du hast Deoxys, Alter. Leck mich am Arsch, das ist voll gefährlich. Ich überlege echt, die Poképuppe einzusetzen. Das kannst du machen, wenn du dich echt unsicher fühlst. Tut mir leid, das ist mir zu heiß. Tja, das ist auch absolut nachvollziehbar. Ich habe Angst, dass der dann, also Psycho-Pet hätte ja noch tanken können, aber... Ja. Deoxys flog davon. Mhm. Moment mal. Ja. Das Ding ist, Mewtwo kann doch auch nicht fliegen. Doch, oder es kann schweben. Also doch klar. Im Anime ist es doch auch irgendwie so in den Himmel doch so mal geflogen. Ich kann mich jetzt an eine Szene erinnern. Jetzt möchte ich aber wissen, was ich hier sonst bekommen hätte. Ja, ich möchte es gar nicht wissen. Ich möchte so schnell wie möglich raus aus dieser Dreckshöhle. Ich war so voller Tatendrang, weißt du, hab mich so gefreut. Geil, Alter, letzter richtiger krasser Encounter.
Fucking hell, Alter. Und ach, dann hallo, so ein scheiß Ninja-Turm Ninja Level 67, hallo. Ja, moin. Ah, das Spiel ist doch blöd. Ich glaube, ich passe. Ich setze jetzt einfach mein... Habe ich überhaupt ein Fluchtseil? Ich habe doch keine Ahnung, ob ich ein Fluchtseil habe. Habe ich auch schon überlegt, aber dann dachte ich mir, ich möchte noch ein paar Encounter machen. Mal schauen, was ich hier bekommen hätte. Ich habe ein Fluchtseil, ich verpiss mich jetzt. Alles vorbei hier! Ist doch alles scheiße. So, okay, der Encounter ist an mir gescheitert. Zum ersten wir haben... Mal. Also, ach, wieso? Also richtig gescheitert. Weil ich zu feige war, Deoxys zu fangen. Alter, ich will Frisselblitz gar nicht haben nach der Scheiße, die das Teil mir jetzt hier angetan hat, ey. Blödes Pokémon. Aber Azuria City sollten wir ja noch was fangen können. Genau. Also darauf warte ich jetzt gleich, bis du hier bist. Wobei, ich kann ja schon mal encountern, falls ich irgendwas bekomme. Was? Schutz wirklich nicht mehr? Hä? Ich hab Schutz eingesetzt? Stimmt, ich hab Schutz eingesetzt. Ah, guck mal, das hätte ich stattdessen gehabt. Tropius. Nice. Shigi. Dann kann ich jetzt ja auch fliehen. Also Fluchtseile. Shigi. Wo sind denn meine Fluchtseile? Ganz oben. Ich hoffe, die habe ich nicht verkauft. Ganz oben. Na, stimmt nicht. Ich habe noch Gegengift und Paraheiler da. Aber danke für den Hinweis. So. Sterndu geangelt. Haben wir Owei geangelt. Owei. So, ich encounter in Azuria City, hoffentlich. Ach, das ist Route 4. Ich glaube, ich kriege hier auch kein Pokémon mit daher. Nee, du hast so viele Angeln. Ich habe nur zwei, hallo? Du hast drei. Hä? Jeder von uns hat drei Angeln. Ich habe nur zwei. Hä? Ich habe wirklich nur zwei. Ich habe alle drei. Ich habe nur zwei. Sag mal, was ist denn da passiert? Was habe ich denn übersehen? Profi-Angel, die kam irgendwie nach der Super-Angel erst. Ja, du darfst jetzt schön suchen gehen. Leck mich! Nee! Wo ist denn? Warte mal. Warte, das google ich jetzt aber nach, während du dir irgendwie versuchst, da jetzt den Encounter da irgendwie herzuziehen. Godzilla. Yo, sehr produktiver Part. Absolut, richtig cooler Part, ey. Freue mich richtig. Wir haben einen Encounter verhauen. Drecksfrisselblitz, ey. Nicht so schlimm wie Vili, aber Drecksfrisselblitz. Profi-Angel. In einem der letzten Schritte oder auch noch, das ist... Ey, ich war so kurz davor! Der hätte jetzt aber lieber Tropius gehabt als... Hallo, Stalos! Lol, was? Profi-Angel? Super-Angel. Achso, bei Super-Angel gibt's bei mir irgendwie nur... Sterndus, weißt du? So. Es gibt aber mindestens ein starkes Pokémon auch. Okay, dann angel ich weiter. Und du kannst dir leisten, weil du speedest ja gerne mal. Ja, bei sowas speede ich. Das so, sag mal, wozu habe ich jetzt eigentlich 40 Pokébälle gekauft? Ja, warum für eigentlich einen richtig krassen Encounter. Ja, für einen Deoxys, vor dem ich geflüchtet bin. Mach dir da doch nichts draus, ey. Nope. So, weibliche Stalos, bitte. Weibliche Stalos. Nenn es bitte Stall. Profi-Angel, wo haben wir das denn? Feuerblattgrün. Fuchsania City. Hä, da habe ich doch die Super-Angel her. Hä? War die Super-Angel nicht von so einem Typen da auf einer Route? Tatsächlich, ich habe hier die... Ach mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Okay, ja, ich fliege wieder zurück und angel jetzt mit der Profi-Angel halt. Kann sich nur noch um Stunden handeln, Andi. Kein Problem. Kein Ding. Wir nutzen diese Verzögerung und checken den Luftdruck des Balls. So. Azuria City, richtig? Ja. Und Profi-Angel. Ein Pummelhof haben wir schon. Also hatten wir schon. Ein Tarnhehl haben wir auch schon. Ja, doch, schade. Ich dachte gerade kurz, was zum Stalos trägt Metallmantel. Finde ich gut. Geil. Ja, ich glaube, aber hier gibt's nur Tarnhills und, Hast du mit der Superangel auch keinen starken Encounter bekommen? Nee, ich hab die ganze Zeit durchencountert mit der Superangel. Okay, ich kann's gerne nochmal versuchen. Da verlange ich jetzt aber, dass du offscreen nochmal schaust. Okay, mache ich, kein Problem. Warte, ich geh nochmal ein bisschen... Still. Ich hab den starken Encounter gefunden! Okay.
Ein Simsala. Ach. Ich verlange, dass du da jetzt noch mal offscreen nachschaust. Ich habe auch immer offscreen geschaut. Was, klar, ist kein Problem, mache ich. Mache ich offscreen, kein Problem. Kriegen wir hin. So, wir werden euch im nächsten Part davon in Kenntnis setzen und ob es noch was gab und so weiter und werden dann auch auf Level 70 trainiert haben. Das wollte ich gerade sagen und wir werden zum nächsten Part dann bis Level 70 trainieren, denn im nächsten Part geht es zur zweiten Runde der Top 4 und sobald wir die schaffen, richtig. Leute, ist das Projekt beendet. Dann haben wir das Projekt nochmal geschafft. Nochmal so betont, ey. Ja, darf ich es etwa nicht betonen? Ja, und ich würde dann einfach mal sagen, Leute, auch wenn dieser Part sehr wenig Content hatte, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Resttag. Und wenn dafür euch das hier empfehle, dafür war der Content hochqualitative Verzweiflung. Absolut, hochqualitative Verzweiflung. Das ist doch immer das, was die Leute auf YouTube immer sehen wollen. Wie der Aufnehmende da absolut am Struggeln ist. Egal. Leute, wenn euch dieser Part gefallen hat, würde ich Daumen auf Freunde supporten. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss, Kosinkowski, bye bye. Macht's gut. Tschüss.